So, ich muss natürlich gleich weitermachen. Im Anschluss direkt weiter. Mist, 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 Mist. Kann man das irgendwie eingrenzen, wo das so gefährlich wird? Auch nicht, ne? Da, wo dieser Nebel ist, aber... Gut, da unten kann ich noch nicht weiter. Da sterbe ich. Mist. Ich brauche irgendwie eine Gasmaske oder irgendwas. Gut. Also, gehen wir erstmal weiter. Aber wir merken uns mal, wir müssen mit dem Dingster-Mufti sprechen, mit dem Obermanner-Mufti. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Damit wir da vielleicht den irgendwie überzeugen können. Hallo, Dings. So kann ich zumindest schauen, was es ist. Na klar. Ich war neben dir. Der hat im Kreis geschnappt. Das war unfair. Lass mal pauschal weg. Dreimal zählt nicht. Mann. Ich will dich aber platt machen. Das war wieder knapp. Das alles nur wegen 25 Punkten. So, Teleporter ist aktiv. Ein Stückchen Fleisch, da oben ist noch so ein komischer Vogel. Ist das das Haus? Ne, das müsste daneben sein, so wie das ausschaut. Einen Vogel täte ich aber auch noch gerne erledigen. Ich ihn, nicht er mich. Irgendwas habt ihr da falsch verstanden. Mann. Anschießen? Treffe ich den von hier überhaupt? Kann ich im Fliegen schießen? Das ist ja geil. Jetzt müsste man nur noch treffen. Na klar. Du blöder Truthahn. Kann doch nicht so schwer sein. Aber ich glaube, der kann zumindest nicht spucken oder irgendwas in die Richtung.
wolltest eigentlich da hoch. Geht's auch. War zwar nicht die schönste Art und Weise, ein bisschen versteckt und ein bisschen feige, aber wir haben es geschafft. Ist ja wurscht. So. Nehmen wir uns mal das Häuschen davor. Ich hoffe mal, dass niemand weiter mehr zu Hause ist. Gutes Messer, gute Gabel. Energiespeicher. Das schaut zumindest gerade nicht so aus. Also, Loot. Spielzeug-Dino. Da könnte man sogar schlafen. Ich überlege sogar, ob ich das dann mache. Weil mit Lebensenergie und so, da müsste ich mir noch... Was ist denn das? Komischer Keller. Ja, da müsste ich mir noch so viel Zeug reinpfeifen. Und so. Na komm, wir hauen uns hin. Wir schlafen ein Ründchen. So. Ja, da ist das Weltherz. Da muss ich ja auch hin. Zu irgendeinem Weltenherz, haben sie gesagt. Ah, da ist er. Oh, du hast aber viel Hühner. Irrtum. Hey, du bist doch hoffentlich nicht hier, um dich am Weltenherz zu vergreifen. Oder wurdest du abgeurteilt, mit mir den Dienst zu verrichten? Nee. Nichts von beidem. Oh, dann nichts für ungut. Seit dem Erstarken der Alps halte ich lieber die Augen offen. Das Weltenherz in dieser Gegend untersteht also deinem Schutz. Das will ich meinen. Früher hätte ich es einfach verdorren lassen. Aber mittlerweile liegt mir viel daran, dass es wächst und gedeiht. Das Leben als Setzer des Hammerclans hat wohl seine Spuren hinterlassen. Erzähl mir mehr über die Setzer. Wir führen ein einfaches und bescheidenes Leben. Ruhm und Ehre... Danach trachten nur die wenigsten von uns. Die Aufzucht der Setzlinge ist unsere Hauptaufgabe. Manche aber, so wie ich, kümmern sich um ein Weltenherz. Das ist im Grunde auch schon alles. Okay. Was für ein erbärmliches Leben. Wie lange machst du das schon? Ein paar Jahre kommen da sicher schon zusammen. Und so richtig aufgegangen bin ich erst, als man mich hierher strafversetzt hat. Strafversetzt? Und dann machst du das gerne? Ja. Weißt du, wenn du jeden Tag denkst, dass alles eine Selbstverständlichkeit ist, merkst du nicht, was andere für Opfer bringen. Was die meisten als Strafe empfinden, sehe ich als Chance. Das Weltenherz und ich sind unzertrennbar geworden. Mein Clan kann mit Stolz auf meine Arbeit blicken. Okay. Was weißt du über den Mord an Askor? Nicht sehr viel. Ich bin die meiste Zeit hier draußen. Das heißt, du warst auch zur Tatzeit hier? Ich war schon seit Monaten nicht mehr in der Stadt. Wann ist der Mord denn genau passiert? Vor 3 Monaten. Kann sein, dass ich... Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht mehr. Wie gut kanntest du Askor? Eigentlich gar nicht. Ja, was nicht. Wir Setzer hier draußen haben mit den anderen nicht viel zu tun. Weißt du, wo sie Askors Leiche gefunden haben? Irgendwo im Wald, hörte ich, oder? Was hast du denn noch gehört? In der besagten Nacht soll einer der Setzlinge verschwunden sein. Die Aufzucht eines Setzlings war Bestandteil der Prüfung. Er war für uns hier draußen bestimmt.
Er kam aber niemals bei uns an. Ich gehe davon aus, dass er gestohlen wurde oder sowas. Aber was da genau passiert ist, frag mich nicht. Okay. Du trägst ein Schwert. Klar, wie die meisten von uns. Ihr Setzer seid auf euch allein gestellt? Die meiste Zeit schon. Aber was will man machen? Die Krieger verteidigen oft lieber die Stadt, als uns Setzer hier draußen zu beschützen. Wäre schon toll, wenn sich die schweren Jungs hier mal öfter blicken lassen würden. Denn wenn nachts die Biester kommen, bleibt uns meist nur die Flucht. Du kannst der Mörder nicht sein. Interessant. Wie kommst du jetzt darauf? Du hast nicht die Körner für sowas. Du meinst? Du bist nicht stark genug, um einen gestandenen Berserker mit einem Schwert niederzustrecken. Da hast du wahrscheinlich recht. Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Von den Alps geht für den Moment keine Bedrohung aus. Auch wenn das sicher nicht auf alle zutrifft, meiden die meisten von ihnen diesen Ort. Scheinbar bekommt ihnen die Macht unserer Herzen nicht. Wäre gut, wenn die Viecher das genauso sehen würden. Aber klagen kann ich eigentlich nicht. Dann kann ich Ragnar sagen, dass er mich umsonst geschickt hat. Du kommst von Ragnar? Ach, wenn das so ist. Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann gibt es was zu tun. Es ist auch ganz einfach. Zwar nicht so spannend wie eine Unholdjagd, aber Arbeit ist Arbeit. Wir kriegen hier seit einiger Zeit nämlich nichts mehr zu beißen. Und nur mit gutem Willen stehen wir die Arbeit am Weltenherz nicht durch. Okay, was willst du denn haben? Woher bekommt ihr eure Ration? Für gewöhnlich direkt aus Goliath. Manchmal bringen auch ein paar Jäger was vorbei. Aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Warum sind die Lieferungen in Stocken gekommen? Seit unsere Leute die Setzlinge in die Welt hinaustragen, um neue Weltenherzen heranzuzüchten, wird der Proviant neu verteilt. Wir bilden da leider das Ende der Nahrungskette. Na toll. Ich besorg dir was zu essen. Wirklich? Da könnte einiges an Laufarbeit auf dich zukommen. Du müsstest zurück nach Goliath und Sinda überreden, dir etwas mitzugeben. Sie ist verantwortlich für die Waren Ein- und Ausgänge. Nur überwacht sie alles wie ein Rudel Raptoren ihre Jungen. Kein Problem. Ja, das sagst du jetzt. Aber versuch erst einmal, sie zu überzeugen. Ich hab was gut sie bei ihr. Sie ist so stur. An ihr würde sich sogar der Pilger die Zähne ausbeißen. Du könntest natürlich auch einfach etwas Setzerbrot sammeln. Das Zeug wächst überall. 4 Dutzend sollten reichen. 4 Dutzend? 4 Dutzend? Ja, die Arbeit macht hungrig. Aber weißt du was? Machen wir eine runde Summe daraus. Bring mir einfach 50 Stück. Dann kannst du dir den Weg nach Goliath sparen. Hab ich schon 50. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Das schimmlige Brot? Nee. Was weiß ein Setzer wie du schon darüber, was einem Alp bekommt und was nicht? Mag sein. Aber ich weiß, dass sie das reine Elex in ihren Konvertern sammeln. Das ist der Ursprung ihrer Kräfte. So wie das Mana, die umgekehrte Form des Elex, die Quelle unserer Magie ist. Das Mana, das unsere Setzlinge durchströmt, ist mit Sicherheit nicht sehr gesund für die Alps. So viel ist schon mal klar. Okay. Welchen Sinn hat es, hier ein Weltenherz anzupflanzen? Du verstehst nicht viel von Pflanzen, habe ich recht? Nicht wirklich. Dann erkläre ich es dir. Es kann ja nicht schaden. Also, aus einem Setzling erwächst nicht unbedingt ein Weltenherz. Ehrlich gesagt ist das nur bei den wenigsten der Fall. Aber nur Weltenherzen können die Erde wieder fruchtbar machen. Je mehr Setzlinge wir also züchten, umso höher ist die Chance auf ein Exemplar, das zum Weltenherz taugt. Und so ein Exemplar siehst du hier vor dir. Ihm haben wir zu verdanken, dass die Gegend wieder blüht und gedeiht. Verstanden. So schwer war es ja auch nicht. Nee, das schimmliche Brot will ich dir nicht geben. Hier muss ich arbeiten wie ein Blöder und dann so ein schimmliches Brot ihm andrehen. Oder? Oder drehen wir das ihn einfach an und sagen, lecker, 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 guck mal. Yum, 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 yum. Ich weiß nicht. Sieht irgendwie komisch aus hier. Das ist aber größer, glaube ich, wie das andere, oder?
andere Weltenherz, bei denen ich vorhin war, das war ein bisschen kleiner. Vor allem, was hier für komisches Blumenzeug wächst. Kein Mana mehr hier. Doch. So. Gibt's hier denn nicht irgendwo einen Teleport oder so? Tja! Huch. Also ich bräuchte jetzt tonnenweise Setzerbrot oder ich brauche von Dings die Nahrungslieferung. Das alles für 10 Erfahrungspunkte, das ist doch einfach jämmerlich, oder? So ein bisschen mehr Punkte könnten die ruhig geben, diese Viecher. Setzerbrot. Wie viel Setzerbrot haben wir denn eigentlich? Wo ist denn das drin? Hier? 42. Wir haben es doch schon eigentlich schon fast. Nein, 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 nein. Ich will nichts von dir. Das sind 3 Stück. Was sind denn das eigentlich? Raptoren. Ne, hier möchte ich gerade aber nicht ganz so gern kämpfen irgendwie. Probleme wieder stehen zu bleiben. So, aber ich finde hier einfach keinen Teleport. Hier ist einer, Flussdelta. Na gut, das ist ja dann eigentlich gar nicht mal so weit. Dann könnte ich doch eigentlich hier mal unserem Kollegen Schnürschuh Bericht erstatten, dass der da das nicht war. Und wenn der das weiß, dann wollte er mich doch bekleiden, oder? War da nicht irgendwas? Und dann kann ich gleich mal mit der Dingsbums-Tante da sprechen, wegen Proviant. Ja, das ist ein guter Plan. Zip. Weg hier. Und ich bin eine neue Stufe? Nein. Mann! So. Hallo. Ein Wort. Ein Wort zum Mord an Askor. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Ich könnte jetzt ein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß. Ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Vergiss aber nicht, dass wir noch einen Mord aufzuklären haben. Ja. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Okay.
Ich wollte nur schnell mit dem Dings quatschen und mit dem quatschen und mit ihr quatschen. Und wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich den einfach mit und dann räumen wir draußen mal ein bisschen auf. Wenn wir als Bär... Was ma... Wie schaut's denn Wie aus? Wie mache ich mich? Du bist auf Angrims. Du hast Rogar gefunden und uns berichtet. Das spricht für dich. Born sagt, du hast ihn bei seinem Mutantenproblem. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zu... Meine Frau weiß nicht... Ich denke, du... Ein solches Verhalten kann ich nicht... Denke, ich kann mehr für dich tun. Bla 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 bla. Bertram. Nee, den... Will ich noch nicht helfen, bevor ich nicht die ganzen Fraktionen kenne? Eigentlich würde ich nur schon helfen. So rein aus Prinzip, aber... Wenn ich mich den hier anschließen möchte, dann muss ich das wahrscheinlich mich ein bisschen das anders so aufbauen und so. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt schwibbelieren wir schnell mal da runter. Ich habe jetzt den Mana-Dieb gefunden. Speichern wir mal ab. Wie genau schafft ihr es mit Hilfe von umgewandeltem... Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Okay. Das klingt gefährlich. Ganz und gar nicht. Wir haben schon einige Erfahrungen mit Mana sammeln können. Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Okay. Gut, also den kann ich jetzt nicht davon berichten, dass da hinten der sitzt und Probleme hat mit seinem Bruder. Ist ja doof. Und dann schauen wir mal, was die unten im Wirtshaus zu sagen hat. Und im Wirtshaus im Dings. Da schon im Laden. Jetzt haben wir's. Kleine Wortfindungsstörungen. Der sitzt immer noch da, der Clary, und trinkt. Irdor braucht Proviant. Was du nicht sagst. Er ist ja nicht der Erste. Aber daraus wird nichts. Das, was ich habe, ist nicht für ihn bestimmt. Er muss sehen, wie er klarkommt. Soll er doch seine Setzler jagen schicken. Ich hatte nicht vor, mit leeren Händen zurückzukehren. Zaubern wie die Herren Warlords kann ich noch nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Jetzt übertreib mal nicht. Er ist ein Mann, der zwei gesunde Hände hat. Da wird er wohl was zu essen auftreiben können. Wenn du willst, kannst du natürlich auch einen Blick hinter meine Hütte werfen. Vor kurzem musste ich eine Ladung Brot entsorgen. Ich würde darauf zwar nicht rumkauen wollen, aber... naja... Für die Setzer reicht es allemal. Sollen sie halt nicht so wählerisch sein? Das habe ich mir schon genommen. Du hast? Sag mal, wühlst du immer bei fremden Leuten die Abfälle durch? Nein. Du bist mir vielleicht einer. Naja, du hast dann ja, was du wolltest. Aber ich würde es dir nicht geben. Ich will dir doch kein schimmliches Brot andrehen. Gut. Na gut, dann nehme ich da oben meinen Gefährten mal mit und dann ziehen wir weiter. Ich mache erstmal Schluss. Wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht. Wenn es gefallen hat, denkt ans Däumchen. Und bis dahin, macht's erstmal gut.